Moin und herzlich willkommen, ich bin Flo und wir spielen heute Civilization 6 als Nader Schah von Persien. Einer der alternativen Anführer, die mit dem großen Kommandeure-Paket innerhalb des Leader Passes herausgekommen sind. Und Nader Schah bringt die Fähigkeit mit, das Schwert von Persien, plus 5 Kampfstärke, wenn man Einheiten attackiert, die volle Lebenspunkte hat. Und außerdem kriegen Handelsrouten von Städten, die nicht von Nader Schah gegründet wurden, also eroberte Städte, oder durch Loyalität eroberte Städte, kriegen plus 2 Glauben und plus 3 Gold für interne Handelsrouten. Das stackt ganz gut mit der persischen Fähigkeit Satrapies. Die gibt uns eine extra Handelsroutenkapazität mit der Kulturforschung, politische Philosophie, und führt dazu, dass interne Handelsrouten plus 2 Gold und plus 1 Kultur bekommen. Die Handelsrouten werden auch dadurch verbessert, dass unsere Straßen, die gebaut werden, immer ein Zeitalter besser sind, als sie eigentlich sein sollten. Dann haben wir unsere einzigartige Einheit, die den Schwertkämpfer ersetzt, den Unsterblichen Immortal. Das ist zwar eine Nahkampfeinheit, also man kann aus den Kriegern diese upgraden, aber sie hat eine Range-Attacke und ist sehr gut in der Defensive. Ja, dann haben wir noch unsere einzigartige Verbesserung, die Pyridaser. Die gibt eine Menge Kultur und Gold, je nachdem, neben was sie gebaut ist. Und später auch noch Tourismus, aber das ist jetzt nichts, worauf ich setzen möchte. Ich denke, wir werden in Richtung Herrschaftssieg gehen und diese internen Handelsrouten voll und ganz ausnutzen. Plan ist auch, eine Religion zu bekommen, die Kreuzzüge einzusetzen und dann damit die Gegner so früh wie möglich zu überrollen. Ich habe gar nicht vor, viele Städte selbst zu gründen, damit wir in vielen Städten eben diesen internen Handelsroutenbonus bekommen. Und ja, das ist so ein bisschen der Plan. Wir spielen natürlich auf Gottheit eine Pangea-Karte, mal wieder klein. Und als Startposition habe ich eine balancierte Startposition gewählt und keine Spielmodi an. Und dann schauen wir mal ins Spiel. So, das Spiel hat geladen. Das ist auf jeden Fall schon mal ein beeindruckender Bart, den Nader Schah dort hat. Und dann schauen wir mal, wie der Start so ist. Okay, ein bisschen Wüste, ein bisschen Steinbrüche. Das hier ist ein Plains Hill. Tja, ich denke, wir werden darauf siedeln. Wir könnten natürlich auch uns in diese Richtung bewegen, aber ich glaube, das ist in Ordnung. Man könnte auch ein Argument finden dafür, dass wir schnell in Richtung Bernstein siedeln. Wir haben kein 2-2-Feld, aber wir sind dann auf einem. Ich denke, das kann man so machen. Und du kannst mal scouten gehen. Okay, noch ein See. Ah, ich hätte auf jeden Fall gerne eine heilige Stätte. Da hätten wir hier schon mal einen Spot für. Das hier bietet sich vielleicht für irgendeine Industriebezirk-Kombi an. Könnte dann auch sagen, man geht in Richtung Regierungsplatz. Oder vielleicht einfach mit einem Campus hier und den Regierungsplatz dort. Ja, wobei, dann entferne ich den Stein. Naja, aber auf jeden Fall früher Campus ist auch ein Plan. Das könnten hier beides Minen sein. Ja. Ich glaube, das ist schon mal ganz gut. Könnte man das als Campus nehmen und dann hier den Regierungsplatz bauen oder hier den Regierungsplatz und dort den Campus? Ja. Dann machen wir es vielleicht so. Dann haben wir auch einen weiteren Shop. Machen das so und dann kann man hier vielleicht nochmal ein. Na, wie heißt das? Ein Handelsbezirk später bauen. Handels nicht später, auch relativ früh. Wahrscheinlich sogar vor dem Industriebezirk, wenn ich das so sehe. Wir beginnen auf jeden Fall mit dem Scout. Wir haben jetzt nicht so viel Produktion. Ich könnte auch hier die Nahrung nutzen, damit wir schneller wachsen. Aber ich glaube, in den Scout rauszukommen, ist schon sinnvoll.
denke, wir holen uns mal Animal Husbandry. Um ein paar Pferde aufzudecken. Hier könnten natürlich Pferde sein. Das wäre ein bisschen eklig für die Regierungsplatzkombi, aber wird schon passen. Ja, ein schöner Dreiteilfelder See. Da ist Jerusalem. Die wollen von Trade boosten. Okay. Und hier ist schon wieder das Matterhorn. Wow. Krass, dass wir es schon wieder finden. Dass das Matterhorn ist, werde ich da mit meinem Krieger hin, damit er direkt die Beförderung dafür bekommt. Und das gibt uns den Boost für Astrologie. Das heißt, wir könnten schnell die heilige Stätte bauen. Da holt er sich Alpine Training. Sehr schön. Dann ziehen wir mal hier entlang. Barbaren aus der Richtung. Na gut. Und die Khmer. Das ist natürlich ein Gegner. Der Scout soll sich auch erstmal die Matterhorn-Beförderung holen. Minus 3. Eigentlich habe ich keine Lust, Delegation zu schicken. Wie wollen wir denn Matterhorn siedeln? Könnten dort siedeln. Aber da haben wir kein Frischwasser. Dann wäre wahrscheinlich hier ganz gut. Zwei Runden. Dann. Aha. Ich denke, ich werde zwei Runden für ein Monument nutzen und dann in Richtung Matterhorn siedeln. Das ist einfach ein zu guter Siedlungsspot. Du kommst hier zurück und du gehst dann dort weiter forschen. So, in einer Runde haben wir das tolle Feld. Ja, das ist deutlich besser. Wir sind gewachsen. Dann kommt jetzt der Siedler. Die Bewegung ist langsam bis zum Matterhorn, aber okay. Da vorne sind Barbaren. Interessant. Und ja, tatsächlich sind die Pferde. Okay. Gut, dann hat sich der Plan erledigt. Dann nutzen wir vielleicht die Fläche hier für Regierungsplatz, Gebäude und kooperieren vielleicht mit einer Stadt hier unten. Das klingt doch nach einem Plan. So. Hier sehen wir das erste Mal den Plus 5 Bonus. Funktioniert auch gegen Barbaren. Ich denke, wir warten auf Code of Laws. Dann können wir nämlich den Bonus komplett schon mal nutzen. Ein Training, die Frage ist. Ich werde, glaube ich, mal in diese Richtung scouten. Und dann holen wir uns die heilige Stätte. Mining. Ach, beides ganz gut. Vielleicht erstmal Mining. Wir haben hier drei Ressourcen, die wir mit Minen oder Steinbrüchen verbessern können. Plus die Pferde. Das ist, denke ich, ein Handwerker ganz gut. Aha. Der Ort ist Angkor Thom, alles klar. Nicht weit weg von uns. Da ist Code of Laws. Dann holen wir uns Disziplin. Gottkönig brauchen wir nicht, weil wir einen Glauben von Jerusalem bekommen. Dann uns lieber das und hitten jetzt richtig stark darauf ein. Okay, hier ist die See. Craftsmanship gefällt mir ganz gut. Das können wir schon mal erforschen. Da sind weitere Barbaren. Ui. Das hier ist kein Hügel, oder? Nee. Aber wir können ihn einmal angreifen lassen. Du heilst dich vielleicht. Da ist eine Gazagamu. Okay. Brauchen wahrscheinlich noch mehr Einheiten. Die wollen eine Handelsroute. Okay. Auch nicht unbedingt das, was wir machen wollen. Mal sehen. Sieht aber so aus, als ob ich vielleicht noch ein paar mehr Einheiten brauche. Gut. Der Ngazagamu-Krieger. Ich hoffe, dass er hier drauf hält. Und wir dann da gleich das Barbarencamp stehlen können. Oh. Da ist jetzt noch ein Krieger der Perser. Du hast plus 3 hier oben. Ich glaube, einen Hit sollte der noch überleben, oder? Ich hoffe doch. Gut. Da wird unsere Hauptstadt attackiert. Wir können uns jetzt das Barbarencamp sichern. Fantastisch. 30 Gold, Militärtradition geboostet. Du verziehst dich. Und mit dem Gold muss ich mir dann gleich mal einen Schleuderschützen kaufen, damit wir uns gegen die Barbaren verteidigen können. Leider, leider. Da. Battlecry, der Scout. Kann nochmal hier zumindest mit rein.
Das Mining. Dann denke ich, gehen wir jetzt in Richtung Astrologie. Das wird unser erster Bezirk. Die Khmer sind bestimmt schon bald dabei, große Propheten zu bekommen. Du kannst dich vielleicht mal eine Runde heilen. Dann. Hier wird mich der Scout nicht erreichen können. Deswegen werde ich mich dorthin bewegen. Ich hätte gerne den Handwerker. Aber ich glaube, wir brauchen noch ein paar Einheiten. Ich hole mir den Handwerker. Ich riskiere es mal. Ich denke, mit unserem Krieger und einem Schleuderschütze gleich werden wir die Stadt verteidigen können. Die kann ja auch von den Barbaren nicht eingenommen werden. Das ist ganz gut. Da ist der Schleuderschütze. Dann kannst du dich vielleicht sogar mal eine Runde heilen. Du ebenso. Dann holen wir uns jetzt hier den Boost. Archery ist geboostet. Ja, das ist definitiv der Ort, an dem wir siedeln wollen. Vielleicht kann der Scout zum Schutz kommen. Craftsmanship wollen wir boosten. Foreign Trade wollen wir auch boosten. Mal sehen, ob wir das noch hinkriegen. Dann holen wir uns hier den zweiten Kill. Sehr schön. Das gibt uns Bronzeverarbeitung. Der Siedler kommt in diese Richtung. Der Krieger dorthin. Und dann wollen wir mal versuchen, das zweite Barbarencamp hier zu zerstören. Sehr schön. Du greifst dort an. Du ziehst hier durch. Und weiter geht's. Ich denke, wir werden Steinbruch, Pferde und Edelstein. Bernstein holen. Der Krieger kann ruhig attackieren. Das sieht alles hier sicher aus. Dann können wir da gleich die Stadt gründen. Das ist ein Kill. Ah, nicht ganz. Das werde ich hier nutzen. Dann gehen wir dort dann weiter. Ich denke, der Scout kann mal in diese Richtung scouten. Vielleicht finden wir da ja einen weiteren Kontinent. So, Maschat. Vielleicht brauchen wir noch einen dritten Siedler hier. Ich glaube, weitere Einheiten sind auch nicht schlecht. Ein Monument wäre auch ganz gut. Beides lässt sich argumentieren. Ich kann hier die Beförderung nehmen. Ja, warum nicht? Dann greifen wir hier an. Wo ist der Steinbruch? Der Scout geht dorthin. Da sind Berge schon mal. Vielleicht ist das ein Moment, um Point Trade zu boosten. So, sehr schön. Wir haben am Matterhorn gesiedelt. Plus 3 Zeitalterpunkte. Dann bekommen wir unser Pantheon. Das ist dann ein weiterer Zeitalterpunkt. Der Krieg könnten wir auch einen Handwerker bekommen. Tja, ist es das, was ich will? Ich könnte natürlich für Stone Circles gehen. Wir haben einige Steinbrüche. Aber was ich immer gut finde, ist God of Craftsmen und verbessern gleich die Pferde. Von daher ist das für mich sehr gut. Astrologie in 2 Runden. Okay, ein Spieler hat da schon Punkte und 2 haben in Richtung Wissenschaftlerpunkte, alles klar. Gut, Passagarde. Wir haben hier ein Monument. Ach, ich bin versucht, hier noch einen zweiten Scout rauszubringen. Wenn er eh relativ schnell wachsen. Oder ein Handwerker. Ich glaube, ein zweiter Scout ist nicht schlecht, da wir eventuell ein goldenes Zeitalter versuchen können zu bekommen. So, du hast hier Angriff. Ah ja, da ist Foreign Trade. Sehr schön. Das war das, was ich gehofft hatte. Samaria. Damit den Gesandten in Jerusalem. Da sind wir auch schon fast zu zerreden. Wenn wir dann noch Mysticism bekommen, dann haben wir den Gesandten. Okay, er denunziert uns. Das könnte anstrengend werden.
können ihm Diamanten abkaufen. Gut, dann schauen wir mal, ob die Barbaren noch da sind. Und ja, Eisen. Ich denke, wir wollen jetzt in Richtung Campus. Ich weiß noch nicht ganz, wo ich den hinbauen soll. Aber das ist, glaube ich, eine gute Idee. Dann befestigen wir uns mal hier. Ja, ja, war man könnte Pferde kaufen. Interesse, ich will ihn gar nicht noch stärker machen. Und wir haben die Handelsroute freigeschaltet. Das gibt uns die Möglichkeit, eine richtig gute Handelsroute zu bekommen. Ich denke, ich werde in Richtung Mysticism und Bizarin von Jerusalem werden. Und da ist Basil. Okay, wow. Das ist natürlich auch nicht der einfachste Gegner. Oh, und da kommen eine Menge Barbaren. Hier ist ein Siedler und da ist ein Stadtstaat. Okay, 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 okay. Wir können den Schleuderschütz töten. Zack, zack. Hier der Boost für Craftsmanship und Wheel. Basel könnten wir Pferde verkaufen. Naja. Wassergarde. Ich würde gerne hier eine Handelsroute machen. In Richtung Hauptstadt. 170 Gold brauchen wir dafür. Wofür? 17 Gold sind die Pferde aktuell wert. Ja, wir werden sehen. Ah, und ich wollte hier das Feld kaufen, ne? Okay, vielleicht kaufe ich mir das Feld und wir bauen stattdessen den Händler. Das klingt doch nach einem Kompromiss. Dann greife ich mal hier an und du hältst dich. Da ist ein weiterer Stadtstaat Mittler. Da hat Basel schon 5 Gesandte. Wow. Alles klar. Die wollen, dass wir einen Bogenschützen trainieren. Wir sind gerade beim Scout. Ja, wenn ich hier attackiere. Ach, kriegen wir den Kill. Sehr schön. Und du kannst blocken. Ziehen wir mal hier durch Mittler durch. Ich hoffe, die Grenzen schließen nicht gleich. 55 Gold für die heilige Stätte. Da locken wir den Preis ein. Händler ist gleich fertig. Eine Person, die eine Religion bekommt. Gut. Dann müssen die sich mal aushandeln. 11513. Ja, schön. Aber ich denke, wir schicken den nach Passagarde. Basil wird uns Marmor verkaufen. Und ja, dann holen wir die heilige Stätte, nicht wahr? Das war der Plan. Schleuderschützen wären auch nicht schlecht, aber die holen wir dann vielleicht in Passagarde. Können auch da direkt den Matterhorn-Bonus bekommen. Ja, Mittler hat uns rausgeschmissen. Und da ist die gleiche Route, okay. Aber schadet sicherlich nicht, diese Route zu machen. Ach, come on. Jetzt ist unser Scout hier tatsächlich eingesperrt. Ach, es ist doch zum verrückt werden. Ich frage mich, ob wir hier den Kill bekommen. Ich mache mal den Angriff. Nee. Nicht ganz. Currency ist geboostet. 10 bis 26 Runden, okay. Jetzt habe ich meinen Scout gar nicht. Ach, shit. Wir haben ihm die Matterhorn-Beförderung nicht gegeben. Gut, die Einheit möchte ich noch heilen. Dann haben wir ein paar Wohnraumprobleme, okay. Das Mysticism, Craftsmanship machen wir fertig. Dann holen wir uns Jerusalem. Decken damit Vilnius auf und sonst aber leider nicht viel. 2, 3, ja, das können wir leider nicht hier nutzen für eine Stadt. Aber wir haben zumindest einen Freund, die wollen das Fabrika versiegeln. Okay. Dass ich das hier vergessen habe, ist echt bitter. Und dass der Scout dort eingesperrt ist, ist auch echt bitter. Ja, immerhin haben wir schon einen zweiten Kontinent gefunden, noch kein einziges Tribal Village. Es ist, wie es ist. Set Workforce vielleicht als nächstes. Ja, das boosten wir gleich.
Kultur ist sehr gut für diese Stelle im Spiel. Ja, ich glaube, ich hole mir Agoge, dass wir schnell zwei Schleuderschützen rausbekommen, denen die Matterhorn-Beförderung geben. Dann vielleicht noch einen Krieger oder sowas. Ein Training hier. Da ist die heilige Stätte und eine Menge Boosts. Ja, ich denke, er soll hier durchziehen. Dann holen wir uns den nächsten Schleuderschützen. Habe ich Zeit für einen Schrein? Okay, wow. Drei Leute gehen schon auf die Religion. Es ist noch keiner rekrutiert. Okay. Ich denke, ich hole mir trotzdem einen Schrein und danach lassen wir ein paar heilige Stättengebete durchlaufen. So, jetzt ist er deutlich schneller. Du kannst hier mitmachen gegen die Barbaren. Du musst natürlich mit den Khmer aufpassen. Du gehst mal in die Defensive. Ist tatsächlich schneller, sich über die Hügel zu bewegen. Early Empire als nächstes. Und wir haben unseren ersten Gouverneur. Ich habe nirgendwo einen Gesandten. Das ist schlecht. Wir holen uns danach mal Bogenschützen. Und dann denke ich, holen wir uns Pingala für die Hauptstadt. Immer eine solide Wahl. Ich werde wahrscheinlich maximal noch ein, zwei Siedler ausbilden. Den Rest habe ich vor einzunehmen. Writing, okay. Das lässt mich darüber nachdenken, wo wir hier einen Campus bauen. Ich könnte natürlich sagen, dass ich das Aquädukt hier hinbaue. Und wir dann dort einen Regierungsplatz platzieren. Und dann hier den Campus haben. Beziehungsweise sogar hier. Und dann können hier zwei Bezirke hin. Ja, das finde ich eigentlich ganz gut. Man kann da nämlich einen Handelsbezirk hin. Und hier einen Handelsbezirk. Und wir könnten hier auf den Pferden, neben den Pferden siedeln, damit wir auch die Nahrung da bekommen. Hier haben wir frisches Wasser, ne? Vielleicht dann sogar einfach hier. Wenn wir das noch zu einem Handelsbezirk machen, dann ändert das an der Nachbarschaftsbonus nichts. Okay, ja, das könnte man so machen. Und dann wir nehmen noch die Option 1, 2, 3. Wenn ich hier siedle, dann kann ich da nicht mehr den Handelsbezirk bauen. Ich kann natürlich auch hier siedeln, aber dann haben wir keinen Hügel. Nö, ich glaube, da siedeln gefällt mir. So, der nächste Schleuderschütze ist fertig. Plus 4 heilige Städte hier oben, aber ich möchte das Feld nicht unbedingt zerstören. Wie sieht es denn mit Campusbezirken aus? Da die plus 3, naja. Wir könnten aber dort dann einen Campus bauen. 12 Runden. Vielleicht erstmal das Monument, wobei wir ordentlich Kultur bekommen. Ich denke, ich werde 2 Runden in Handwerker investieren und dann werden wir zu dem Feld wachsen. So, du befestigst nochmal eine Runde. Stonehenge und Basel gebaut, damit ist eine Religion weg. Da ist das Barbarencamp, okay. Den Schneiderschützen schicken wir dort auch mal hin. Hier ist die Frage, den lasse ich, glaube ich, vielleicht lieber hier in der Stadt. Du musst dich mal dringend heilen. Keine Beförderung. Ich hoffe, dass Mittler hier bald hinwächst, damit wir unseren Scout befreien können. Der Arme. Da kommen ein paar Einheiten. Kennen wir erstmal hier den Scout. Dann schicke ich meinen Schleuderschützen, glaube ich, wieder zurück.
Du stellst dich dahin. Ist das eine Kriegserklärung? Ah, Schweden ist im Spiel. Hallo, Schweden. Ja, das sieht nach einer Kriegserklärung aus. Ja, Herr Wagemann hat das große Bad gebaut. Das ist schön. Hier haben wir die nächsten Zeitalterpunkte. Zwei haben wir bekommen, ne? Ja. Sehr schön. So, Schleuderschütze weg. Dann werde ich mir tatsächlich nochmal einen Krieger holen. Können Christina die Pferde verkaufen? Die ist. Ah, die hat auch genau 8 Pferde. Oder Basel. Ah, Basel gibt es halt natürlich viel mehr, ne? Na gut, machen wir es so. Christina hat schon Bock auf diplomatische Gunst. Lass uns mal sehen, ob wir vielleicht sogar welche einkaufen können. Wir können von Basel einkaufen und an Christina verkaufen. Sehr schön. Das ist doch eine Menge Holz. Dann können wir hier auch mit dem Handwerker weitermachen. Ich kann den Siedler kaufen, ne? Ja, dann machen wir es so nämlich. In 3 Runden haben wir Bogenschützen. Ach, wir sind jetzt zu einem anderen Feld gewachsen. Na toll. Ach ja, ach ja, ach ja. Nee, dann hole ich mir den Krieger. Ich habe ja noch Agoge drin. Und da haben wir heilige Stättengebete. Dann. Platziere ich hier mal den Campus, um den Preis einzuloggen. Und kaufe mir hier einen Siedler für 440 Gold, den wir dorthin schicken werden. Damit wir eine dritte Stadt haben. Aha. Er ist unglücklich, dass wir noch keine Religion haben. Oder weniger Heiligstätten. Ich weiß es nicht. Da oben weit das Barbarencamp. Na gut, da wird Jerusalem sich drum kümmern. Dann hoffe ich mal, dass unser Siedler hier nicht geklaut wird. Du müsstest auf das Feld. Ja, das läuft. Warte mal, das hier ist ja auch ein Hügel. Dann kriegen wir da doch den Bonus vom Matterhorn ebenso, nicht wahr? Ich würde gerne das Feld hier bewachen, bis der Krieger fertig ist. Dann ziehen wir mal hier rüber. Beziehungsweise vielleicht erstmal da rein für das Bogenschützen-Upgrade. Ah, 5 Runden. Ah, das wird, glaube ich, tatsächlich nichts mit dem goldenen Zeitalter. Das ist schade. Bringt mir Armani was? Nicht wirklich. Okay, na gut. Nee. Armani bringt mir nichts. Dann holen wir uns Connoisseur für Bengala. Ein bisschen Kultur am Anfang ist gut. Falls ich einen großen Propheten noch bekomme, das würde was bringen. Da ist die Kriegserklärung. Ich habe meinen Scout vergessen. Ah, verdammt. Und wir haben Hunza kennengelernt. Ja, der war Mann dort. Suzerain ist. Das ist ein Kasagamo. Alles klar. Den sind wir nicht im Krieg, oder? Ne, noch ein Zar. Und ja, war Mann. Gut. Naja, dann ist das so. Holen wir uns hier mal einen Bogenschützen. Verkaufen ein paar Pferde. Verkaufen diplomatische Gunst. Bisschen cheesy. Aber es funktioniert. Okay. Eisen wäre ganz gut, damit wir unsere Immortals bauen können. Und wie sieht es denn mit der Religion aus? 2 Religionen wurden gegründet und die dritte ist unterwegs. Ja, ich denke, wir werden weiter heilige Stättengebete machen. Und dann würde ich sagen, war es das für diese Folge. Ich bin gespannt, wie der Krieg hier ausgehen wird. Er hat seine Hauptstadt direkt hier. Das heißt, wir könnten eine Attacke gegen ihn starten. Das wäre durchaus attraktiv. Dafür sollte ich vielleicht eher hier siedeln, aber ich lasse mal den Bereich, der ist auch schlecht zu verteidigen, siedeln da. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Euer Flo. Tschüss.